Welcher Petrolhead träumt nicht von einem Wagen wie aus einem Racing-Videogame? Fahrspaß wie im Spiel, nur in echt. Der BMW M2 ist ein kompakter Sportler mit Speedgame-Qualitäten und ein Alltagswagen noch dazu. Ist er wirklich in allen Welten zu Hause? Und was kann er am besten? Kompakte High-Performance-Modelle haben bei BMW ja eine langjährige Tradition. Was 1973 mit dem 2002 Turbo begann, wurde dann 2011 mit dem 1er M-Coupé fortgesetzt und später mit dem M2. Und jetzt steht hier die zweite Generation des erfolgreichen Sportlers. Schaut ihn euch mal an, ja, das ist total geil. Das ist doch der wahr gewordene Traum eines jeden Petrolhead oder Hobbyrennfahrers. Also ich finde ihn ja total markant. Mir gefällt es super gut. Gerade so diese rahmenlose Niere hier und der eckige Lufteinlass. So ein bisschen Tourenwagen-Style finde ich echt cool. Und hier diese dicken Backen, also ich finde ihn super. Ich meine, klar, über Design lässt sich natürlich streiten, was da alles dahinter steckt. Dazu kommen wir später noch. Das, um was es ja wirklich geht, ist die Performance. Gleichzeitig sollte er aber auch Alltag können. Und wie gut er das alles meistert, das schauen wir uns heute an. Performance. Alltag. Driften. Wir nehmen den M2 ordentlicher. Mithilfe von Profifahrer Oliver Harsch. Das könntest du jetzt wahrscheinlich 10 Stunden lang machen, oder? Wie gut wird sich der BMW schlagen? Wir starten die Testfahrt auf der Landstraße. Auf den ersten Metern ist alles eigentlich noch recht entspannt, muss ich sagen. Lenkung, Fahrwerk, alles komfortabel. Geräuschkulisse angenehm, aber nicht zu laut. Also wenn man jetzt so Alltag Langstrecke fahren will, ist echt gut, kein Problem. Überhaupt nicht aufdringlich. Gasannahme könnte fast ein bisschen aggressiver sein, finde ich. Aber gut, ich bin jetzt noch im Komfort hier komplett. Pedale, Schaltung, super. Also richtig schön knackig. Gute Rückmeldung von den Pedalen, die sind schön straff, aber auch nicht zu krass. Also jetzt nicht so, dass einem irgendwie das Bein abfällt, wenn man mal länger die Kupplung halten muss. Macht alles einen super sportlichen Eindruck. Wie beim M2 der ersten Generation werkelt unter der Haube ein 3-Liter Reihen-Sechszylinder. Der von Twin-Turbos befeuerte Motor mit dem internen Code S58 stammt aus dem aktuellen M3 und M4. Im M2 leistet er aber rund 20 PS weniger, also 460. Das sind allerdings satte 90 PS mehr als im Vorgänger. Ein 6-Gang-Schaltgetriebe oder eine 8-Gang-Automatik stehen zur Wahl. Mit Schaltung geht's in 4,3 Sekunden von 0 auf 100. Die Automatikversion ist 0,2 Sekunden schneller und kostet auch noch 500 Euro weniger als der Schalter. Die Höchstgeschwindigkeit ist auf 250 km/h begrenzt. Auf Wunsch kann man diese auf 285 km/h anheben. Schaltung oder Automatik, das ist ja so eine Geschmackssache. Also ich war ja früher auch eher so auf Schaltung, so sportliches Auto muss man selber schalten. Mittlerweile muss ich sagen, hat man ja auch so gute Automatikgetriebe. Also wenn die gut abgestimmt sind, an die Performance kommst halt mit dem Schalter nicht ran. Ne? Und ich meine, man kann ja auch immer noch selber paddeln, wenn man das will. Ich meine, die Schaltung hier ist super geil, also mega knackig, echt gut. Ich persönlich würde mir wahrscheinlich trotzdem die Automatik kaufen. Ich meine, die ist ein Tick schneller, verbraucht weniger, ist günstiger. Und ich meine, im Alltag, im Stau ist es halt auch praktisch. Ne?
Was ein bisschen nervig ist, sind diese ganzen Assistenzen. Also der hat ja ziemlich viel drin. Spurverlassenswarnung, Lenkeingriff, Geschwindigkeitswarnung. Sobald man mal ein paar km/h drüber ist, fängt er an zu blinken und zu piepsen. So piep, piep, piep. Das ist halt ein bisschen nervig. Klar, man kann das ausmachen, aber das ist hier so in den Untermenüs und bei jedem Startvorgang ist es halt auch wieder an. Die Assistenzen für den Alltagseinsatz kann man aber auch über den M-Mode-Schalter in der Mittelkonsole im Modus Sport auf ein Minimum reduzieren. Motor, Fahrwerk, Lenkung, Bremse und Traktionskontrolle lassen sich über das Setup nach eigenen Wünschen sportlicher einstellen und die Konfigurationen dann über die Tasten M1 und M2 abrufen. Wir gehen jetzt mal hier auf Sport. Oh ja. Oh ja. Geil. Alter. Ab 4000, da geht's ab. Hei, 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 Heidewitzka. Juhu. Okay. Der Kollege braucht Drehzahl jetzt. Also eigentlich 1, 2. Höher komme ich hier gar nicht. Da bin ich ja permanent nur zu schnell. Aber ei, 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 ja, das ist geil. Ui, ist das geil. Okay, also das Ding will auf die Rennstrecke. Also wenn man hier Alarm anmacht, dann ist auch Alarm. Ei, ist die Geräuschkulisse geil. Dieses Schubblubbern, oh. Und der liegt wie ein Brett, alter Schwede. Der nimmt die Kurve, als wäre das nichts. Also da bist du direkt wirklich auf dem Track. Also da freue ich mich richtig, wenn wir dann auf die Strecke gehen. Weil so im Verkehr, das kannst du ja überhaupt nicht ausnutzen. Da ist das Potenzial verschenkt. Für die gute Kurvenlage sorgt zum Beispiel das serienmäßige M-Fahrwerk mit elektronisch geregelten Stoßdämpfern. Sensoren checken dabei permanent Fahrbahnzustand, Karosserie und Lenkbewegungen und ermöglichen so optimierten Straßenkontakt. Doch zu den Rennsportqualitäten kommen wir später noch. Die Optik ist im Vergleich zum Vorgänger wesentlich markanter und kantiger. Vor allem die Front mit der rahmenlosen Niere und den rechteckigen Lufteinlässen. Diese unterscheidet ihn auch deutlich vom sportlichen Pendant der AG, dem M240i. Der einzelne Rundscheinwerfer im LED-Frontlicht soll an die legendäre Baureihe 02 erinnern. Die Außenmaße sind etwas gewachsen. Er ist knapp 12 cm länger und etwa 3 cm breiter als die erste Generation. Die Höhe ist dagegen um 7 mm geringer. Optional gibt es ein Carbondach, welches das Gewicht um 6 kg reduziert. Kostenpunkt 2600 Euro. Es stehen verschiedene Farben zur Wahl. Zandvoort Blau und Toronto Rot sind allerdings exklusiv dem M2 vorbehalten. Innen gibt sich der Kompakte gewohnt sportlich mit viel Carbon. Nur das aufgesetzte, überdimensionierte Curved-Display trübt ein wenig den Rennsportcharakter. Ein schöner Cockpit-Tunnel wäre für viele Sportfanatiker passender. Dafür gibt es einen Laptimer und Drift-Analyzer serienmäßig. Die Carbon-Schalensitze sparen knapp 11 kg Gewicht im Vergleich zu normalen Sportsitzen. Kosten aber extra. Für genug Alltagskomfort sorgen Basisoptionen wie Navi, Klimaautomatik oder Sitzheizung. Zum Thema Alltag gehört ja auch das Platzangebot. Gerade wenn man irgendwie einen größeren Einkauf plant oder einen längeren Trip machen will, schauen wir uns mal an, wie viel Platz auf der Rückbank ist.
schauen wir mal. Er fährt auch ein bisschen nach vorne, damit ich hier gut reinkomme. So, schauen wir mal. Also der Sitz ist jetzt auf mich eingestellt, der Fahrersitz. Ich bin 1,70 Meter, aber ich muss sagen, hier ist massig Platz. Also hier könnte man längere Strecken fahren ohne Probleme. Kniefreiheit, Kopffreiheit ist bei mir wirklich gut vorhanden. Klar, bei größeren Menschen wird es jetzt wahrscheinlich ein bisschen eng. Hier ist natürlich nur Platz für zwei, weil in der Mitte, ne, kann keiner mehr sitzen. Aber sonst würde ich sagen, für mich jetzt kein Problem. Bis 1,80 Meter vielleicht auch noch okay. Wie sieht es beim Kofferraumvolumen aus? So, dafür haben wir uns hier meinen Konkurrenten organisiert, Toyota GR Supra. Und wir haben hier zwei Koffer, einen größeren und einen kleineren. Wir gucken uns jetzt der Lukenausschnitt, Ladekantenhöhe, Platzverhältnisse an. Was meint ihr, wo geht es besser rein? Ich meine, klar, die Supra ist natürlich ein reiner Zweisitzer, aber vielleicht ist dann dafür mehr Platz. Also hier geht natürlich das ganze Heckteil mit hoch, ist schon mal nicht schlecht. Der Ausschnitt ist relativ groß. Wie ist es hier? Der Ausschnitt ist auch nicht schlecht, relativ breit, bei der Supra ein bisschen schmaler. Rein optisch könnte ich es jetzt noch gar nicht sagen, wo mehr reingeht. Nein, klar, bei dem kleinen Koffer sollte es bei beiden jetzt kein Problem geben. Also der passt hier super gut rein, da ist viel Platz. Die Ladekantenhöhe ist natürlich wesentlich höher hier. Da sieht man schon, das geht mir hier fast bis zur Hüfte. Und hier haben wir eher so Kniehöhe. Also wenn die Koffer schwer sind, muss man hier mehr heben. Aber hier zum Beispiel könnte man noch Taschen reintun, also da ist gut Platz. Oder wenn man das Ding wegmacht, auch noch mal ein bisschen höher. Jetzt schauen wir mal, wie es beim BMW ist. Also ich würde sagen, da ist ein bisschen mehr Platz. Hier der Freiraum ist ein bisschen größer. Aber natürlich wird es interessant, wie es jetzt mit dem großen Koffer ist. Ja, bin gespannt, ob der hier überhaupt reingeht. Hier mit den Rädern muss man schon ein bisschen fummeln. Ah, doch, er geht rein. Ja, also viel Platz ist da nicht mehr. Rechts, links vielleicht noch so ein bisschen kleinere Sachen. Man kann natürlich hier mal diese Abdeckung rausnehmen. Die legen wir mal kurz beiseite. Bin jetzt gespannt, ob man den zweiten Koffer hier vielleicht noch irgendwie mitbekommt, wenn man ihn drüber legt. Ja, vielleicht die Rollen mal nach hinten. Ah, ich glaube nicht, dass das zugeht. Schauen wir mal. Nee, der ist zu hoch. Also zwei Koffer geht nicht. Jetzt schauen wir mal, wie es im BMW aussieht. Okay, also der geht schon mal ohne Probleme auch da rein. Platz rechts und links ist ein bisschen noch. So, jetzt bin ich gespannt. Kleiner Koffer noch rein oder nicht? Nee, also so ist es nicht möglich. Aber wenn wir jetzt den großen rausmachen und zuerst den kleinen da rein tun, das geht schon mal von der Höhe. Und? Fummel, fummel. Tja, wer hätte das gedacht? Geht die Klappe auch wieder zu? Jawohl! Also zwei Koffer im M2 geht. Supra? Nein. Das Ladevolumen des M2 beträgt 390 Liter. Das der Toyota Supra 290. Ohne Abdeckung bis zur Heckscheibe 435 Liter. Beim BMW kann man aber die Sitze umklappen und bekommt so über 700 Liter. Kurz zu den Marktbegleitern. Die GR Supra bietet in höchster Leistungsstufe mit 3 Liter Sechszylinder 340 PS. Und startet in Deutschland bei etwas unter 70.000 Euro.
Der Porsche 718 Cayman hat als GTS 400 PS und kostet über 90.000 Euro. Bei ihm muss man sich mit insgesamt 420 Litern Ladevolumen begnügen. Mit kleinen Sportcoupés wird's dann dünn. Als kompakte Sportlimo gibt's zum Beispiel noch den Mercedes AMG A45 S für mindestens 73.500 Euro. Der Lademeister bietet bis zu 1210 Liter Stauraum und 421 PS. Der Ursprung der kompakten Sportler bei BMW ist der 2002 Turbo von 1973. Das Topmodell der 02er-Reihe war das erste deutsche Serienauto mit Abgasturbolader. Noch ein Jahr vor dem Porsche 911 Turbo. Der rund 1000 Kilo leichte Wagen wird von einem 2-Liter Vierzylinder-Reihenmotor befeuert und leistet 170 PS. Damit geht's in 7 Sekunden von 0 auf 100. Und über 200 km/h Spitze, damals beeindruckende Werte. Auch optisch stellt er seine sportlichen Gene zur Schau. Mit Zierstreifen, Heckspoiler und Kotflügelverbreiterungen. Mit einem Verbrauch von fast 15 Litern erwischte der 2002 Turbo zu Zeiten der Ölkrise allerdings das falsche Timing. Nur 1672 Stück wurden produziert. Heute ist das seltene Sammlerstück über 100.000 Euro wert. 2011 setzt das 1er M-Coupé die Tradition fort. Die Daten? 340 PS und 500 Newtonmeter maximales Drehmoment aus einem 3-Liter Reihen-6-Zylinder Twin-Turbo. Das kleine Track-Tool kommt sehr gut an und übertrifft alle Erwartungen bei den Absatzzahlen. In nur rund einem Jahr Produktionszeit werden 6.331 Stück gebaut. Mehr als doppelt so viel wie ursprünglich geplant. 2015 erscheint dann der Nachfolger, die erste Generation des M2. Und er wird noch erfolgreicher. Kurz nach Marktstart avanciert er zum meistverkauften M-Automobil. Rund 60.000 Einheiten werden weltweit verkauft. Startpreis damals 56.700 Euro. 2018 kommt eine 40 PS stärkere Competition-Version. Wem der echte M2 zu teuer ist, der kann zumindest im Videospiel Gas geben. Seit 2015 kann man mit der ersten Generation zum Beispiel in Need for Speed auf Verfolgungsjagd gehen. Doch wir haben das Vergnügen, den M2 in der Realität testen zu können. Was hat er dynamisch wirklich drauf? Um das herauszufinden, haben wir uns Unterstützung geholt. Oliver Harsch ist Profi-Renn- und Driftfahrer und der perfekte Kandidat für unseren Test. Seit 33 Jahren nehme ich an Motorsportveranstaltungen teil. Angefangen hat es ganz klassisch mit Automobilslalom. Danach bin ich 9 Jahre Bergrennen gefahren. Dazwischendurch sind wir mit einem alten BMW 2002 ein paar Rallyes gefahren. Und seit 16 Jahren bin ich im Driftsport. Über die Jahre hat Oliver an den wichtigsten Events in Deutschland und dem nahen Ausland teilgenommen und zahlreiche Erfolge erzielt. Er ist selbst BMW-Fan und hat einige Schmuckstücke in der Garage. Vom 3er E21 und E30 Driftauto bis zum 1er M-Coupé. Olli steht eher auf die klassischen Modelle. Was sagt er zum neuen M2? Ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, ist ja die große Diskussion auch im Netz. Gefallen die Stoßstangen oder nicht? Wenn das Auto in schwarz lackiert ist, finde ich es eigentlich gar nicht so schlecht. Da kann man die Konturen, die verlieren sich ein bisschen. Jetzt in dem Blau oder in die andere knallige Farbe kommen natürlich die Stoßstangen ein
ein bisschen mehr zur Geltung. Ich muss mich noch ein bisschen dran gewöhnen. Es sieht ein bisschen aufgesetzt auf. Man könnte meinen, das Auto hat hinter zwei Satteltaschen drin. Optik ist das eine, Technik das andere. Einerseits sind wir mit dem Auto ziemlich nah am Rennauto. Andererseits ist natürlich auch für die Leute gebaut, die das Auto im Alltag nutzen. Aber mit den Spielereien, was man da im Innenraum alles machen kann, mit DSC, OFF und verschiedenen Fahrmodis, können wir mir vorstellen, dass das Ding jetzt gleich richtig Spaß macht und da so schnell wahrscheinlich nichts dran rankommt. Für den dynamischen Test sind wir auf dem Gelände der BMW M Driving Academy in Maisach in der Nähe von München. Auf dem 130 Hektar großen Areal mit verschiedenen Flächen kann man diverse Kurse und Fahrertrainings absolvieren. Fahrsicherheit, präzises Fahren und Handling bis hin zum Driften. Nahezu alle Modelle der Marken BMW und BMW M stehen zur Verfügung, vom 2er bis hin zum M High Performance Modell. Los geht's auf einem kleinen Rundkurs. Was ist der erste Eindruck des Profis? Wenn ich jetzt nicht wüsste, dass es ein Turbomotor ist, hat er für mich eigentlich die Eigenschaften wie ein Saugmotor. Sprich, je mehr Drehzahl, desto mehr Leistung gibt er frei. Von dem her ja, hätte ich erwartet, dass er unteraus ein bisschen spritziger ist. Wenn ich das mit meinem 1er M-Coupé vergleiche, der ist unteraus doch viel früher da. Aber wenn dann die Leistung einsetzt, dann zieht er deinem 1er M-Coupé locker vorbei. Der M2 ist mit einem spezifischen Kühlsystem mit großen Öffnungen in der Frontschürze ausgestattet. Das stellt optimale Betriebstemperatur des Antriebs im Hochleistungsbetrieb sicher. Auch die Ölversorgung ist für den Renneinsatz optimiert. Dafür sorgen zum Beispiel eine Ölwanne mit zwei getrennten Kammern und eine zusätzliche Saugstufe der Ölpumpe. Und Olli entwickelt sichtlich Spaß. Das ist schon gut, ne? Und, wie ist es? Oh, absolut geil. Ist gut? Ja! Ist das geil. So, das macht richtig Spaß. Auf der Bremse ist er heftig, wenn man die Kurve ranbremst und denkt, oh, jetzt bin ich doch ein bisschen zu schnell. Und gibt noch ein bisschen, wo ich eigentlich vorausgehe, dass dann das ABS arbeitet. Das arbeitet noch nicht, also der verzögert so brutal, dank der Reifen mit natürlich auch. Aber das ist schon, also das kenne ich von meinen älteren E-Modellen, die sie ja sicherlich nicht verstecken brauchen, bin ich das nicht so gewohnt. Sehr guter Kompromiss gefunden von der M GmbH. Einerseits das Auto normal zu fahren, ohne zu meinen, oh, es bockelt alles oder es ist alles zu hart. Dank der Verstellmöglichkeiten natürlich auch. Aber wenn man dann alles ein bisschen auf Off setzt, dann ist er im Rennauto nicht weit weg. Ja. Nachdem Olli und Kati genug Spaß auf dem Rundkurs hatten, geht's an die nächste Disziplin. Hat der M2 das Zeug zur Driftmaschine? Wichtig ist natürlich die Differentialsperre hinter. Genügend Lenkeinschlag. Dann das Spiel zwischen Leistung vom Motor und Grip an die Hinterreifen. Einerseits sollte das Ding natürlich im vierten Gang auch noch Schlupf haben. Und das Spiel zwischen Grip, Luftdruck, Übersetzung. Ja, das macht eigentlich ein Driftauto aus. Wichtig ist, im Drift Vortrieb zu haben. Wie leicht bekommt man den Hecktriebler quer? Ich bin zwar schon ein paar Mal gedriftet, aber ich bin bei weitem kein Profi und mache das auch nicht regelmäßig. Mal gucken. Uwe! Hey, cool! Oh, 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 oh. Ah!
Jawohl. Gegen. Genau. Jawohl. Okay. Das hat schon mal gut geklappt. Doch einen längeren Drift zu halten, ist gar nicht so einfach. Jawohl, dagegen, jawohl. Drauf, 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 ein bisschen. Ah. Ja, aber lustig. Ja, tschakka. Wenn man das nur ein paar Mal überwürdet, würde es ruckzuck schnell. Aber ist geil, macht auf jeden Fall Bock, könnte ich jetzt auch noch ein paar Stunden machen. Meine letzten Driftversuche waren ja mit einer Corvette C8 und da muss ich sagen, da ist der M2 schon wesentlich einfacher in den Drift zu kriegen. Bei der Corvette mit dem Mittelmotor war das wirklich tricky, die überhaupt ausbrechen zu lassen und dann halt gleichzeitig nicht zu überdrehen. Da ist es hier schon wirklich besser und klar, um den Drift länger zu halten, müsste ich viel, viel mehr üben, aber der Spaßfaktor ist definitiv hoch. Jetzt ist der Profi an der Reihe. Das sieht ja so entspannt aus bei dir. Unfassbar. Das kannst du jetzt wahrscheinlich 10 Stunden lang machen, oder? Ja, wenn ich noch Handbremse hätte, wäre es noch ein bisschen einfacher. Aber du machst echt gar nicht so viel an der Lenkung, ne? Das finde ich erstaunlich. Ich mache viel mit dem Gas. Ja. Bei der Übersteuerungsorgie hilft naturgemäß das M-Differential. Es ermöglicht eine stufenlose Sperrwirkung von bis zu 100%. Diese wird an die jeweilige Fahrsituation angepasst, abhängig von vielen Faktoren wie Querbeschleunigung, Lenkwinkel oder Gierrate. Ich glaube, irgendwann ist einfach der Tank leer, sonst kannst du hier nicht so stoppen. Ja, und so, die nächste Stufe brauchen wir eigentlich langsam. Sprich, entweder der nächste Gang oder ein Gegner. Ich glaube, mein Gesicht sieht die ganze Zeit gleich aus. Ich bin einfach nur am Grinsen, Digga. Okay. Okay. Alter. Der Spaßfaktor in dem Auto in Sachen Drift ist natürlich definitiv da im Vergleich zu anderen Straßenversionen. Funktioniert es mit dem Auto richtig gut. Bin überrascht, wie schön er sich jetzt da auf der Kreisbahn im Drift halten lässt. Wenn er auch beim Einleiten vom Drift kurz über die Vorderachse schiebt, das mag ich eigentlich gar nicht. Aber Sportdifferenzial funktioniert, die Handbremse, die Fly-Off, die fehlt natürlich, um ein bisschen was auszugleichen. Und Linksbremse funktioniert, ohne dass es Gas wegnimmt. So, Olli, und wie fandst du unseren Test mit dem M2 heute? Ja, also ich habe mich schon richtig drauf gefreut auf den Tag heute. Es hat sich bestätigt, das Auto ist ja absolut geil. Schon, ne? Mhm. Aber was würdest du jetzt lieber mit heimnehmen, den M2 oder dein 1er Coupé? Die Frage ist fies. Schon, ne? Also rein finanziell gesehen natürlich den, weil der da ein bisschen mehr wert ist. Aber die Frage ist nicht zu beantworten, nur einen dazu, zum 1er. Genau. Also entscheiden kann ich mich nicht, aber einen dazu kaufen, das wäre eine Möglichkeit. Dann sage ich auf jeden Fall vielen Dank, dass du da warst. Hat ja, Spaß danke gemacht. Danke dir, war bis geil. Bis zum nächsten Mal. Ne? Jawohl. Wir hatten einen mega spannenden Tag heute mit dem M2, haben die ganze Bandbreite getestet, von Driften bis Alltag. Und man muss sagen, er ist wirklich in allen Welten zu Hause und hat alle Herausforderungen gemeistert und macht auch noch mega viel Spaß. Deswegen gehe ich jetzt noch eine Runde fahren. Bis zum nächsten Mal.